140.000 Menschen haben frankreichweit wieder gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung den Gesundheitspass zum Nachweis von Impfung, Genesung oder negativem Test und die Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen protestiert. An den von Rechtsextremisten organisierten Kundgebungen nahmen allein in Paris rund 20.000 Menschen teil. Jeden Samstag finden sie frankreichweit statt. Allerdings befürwortet die Mehrheit der Franzosen die Maßnahmen der Regierung. Etwa 73% haben die Erstimpfung, 67% sind vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Ich habe das Gefühl, unsere Rechte werden mit Füßen getreten. Wir müssen die Freiheit der Entscheidung haben, ob wir uns impfen lassen. Wenn wir uns durch Boykott wehren müssen, nicht mehr rausgehen, bis der Gesundheitspass abgeschafft ist, dann werde ich das tun. Ich respektiere alle, die sich impfen lassen, aber uns so zu zwingen, damit bin ich nicht einverstanden. Der Anstieg der Infektionszahlen in Frankreich ist nach Inkrafttreten des Gesundheitspasses zurückgegangen. Auch die Zahl der Krankenhauseinweisungen ist seitdem rückläufig. 67% der Franzosen halten die Einführung des Gesundheitspasses für richtig.